Herzlich willkommen zum weiteren Augengespräch mit mir, Ursula Gachnang. Und zwar heute möchte ich mit dir über den Augeninfarkt sprechen. Ein Augeninfarkt, was hat das auf sich? Du hast hier das Auge und wir haben ganz viele Durchblutungsbereiche im Auge. Das ist die Aderhaut, hier haben wir die Netzhaut, hier haben wir eine Zentralvene und Zentralarterie. Und wir haben also wirklich sehr viel Blutsysteme oder Durchblutungssysteme im Auge. Die Netzhaut alleine hat, unter der Netzhaut hat es ein Durchblutungssystem und über der Netzhaut. Das heißt, die Netzhaut ist eingebettet von zwei Durchblutungssystemen. Und diese zwei Durchblutungssysteme sind ja aus einem Netz von kleinsten Äderchen und Venchen, könnte man sagen. Die sind sogar so klein, dass die roten Blutkörperchen sich zusammenrollen müssen, damit sie durchschwimmen können. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn da irgendwas im Blut ist, was da nicht sein soll, dann ist das natürlich eine große Gefahr, dass da was verstopfen kann. Das heißt, Augeninfarkt ist eigentlich wie ein Herzinfarkt. Es ist irgendeine Blutbahn verstopft. Ja? Mit zum Beispiel mit Dreck oder mit Schlacken, mit Ablagerungen, irgendwas verstopft diese Blutadern. Und diese kleinen Verstopfungen, diese sogenannten Thrombosen, diese Mikrothrombosen, im Auge sind das ja wirklich Mikrothrombosen, das ist so klein, das macht oder kann machen, dass du einen Augeninfarkt hast. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Klienten, den ich schon länger behandle. Und hier ging es darum, dass der Klient einen sehr stressigen Job hat und den Infarkt schon vor einem halben Jahr hatte, den Augeninfarkt. Normalerweise hast du den nur in einem Auge. Ja? Also es passiert nicht, dass in beiden Augen ein Augeninfarkt passiert. Es passiert normalerweise nur in einem Auge. Der Augeninfarkt macht, dass du verschleiertes Sehen hast, du hast komische Seheindrücke, du hast vielleicht sogar einen schwarzen Vorhang, du hast, was weiß ich, beim Sehen, so dass du sowieso erschrickst und sofort den Augenarzt anrufst. Was auch richtig ist, dass du das machst. Weil ob du jetzt einen Augeninfarkt hast oder einfach nur eine Thrombose oder sonst irgendwas, das soll der Augenarzt herausfinden. Das ist wichtig. Du selber merkst es einfach an einem diffusen Sehen, an einem schwarzen Schleier, an schwarzen Stellen zum Beispiel, an grauen Stellen. Du hast einfach Sehinfos, die du so nicht kennst. Und zwar, du merkst das auch nur, wenn du ein Auge schließt. Ja, dann merkst du das, weil wenn du beide Augen offen hast, macht dir dein Hirn immer ein perfektes Bild. Das heißt, wenn in einem Auge etwas nicht stimmt und du mit beiden Augen in die Welt rausschaust, fügt das Hirn immer beide Bilder zusammen und dann merkst du das fast nicht. Wenn das nur ein Anschein eines Infarkts war zum Beispiel, wenn du nur ein bisschen weniger siehst, ja. Wenn du jetzt aber mit dann den Test machst, ein Auge zu, das andere Auge zu, sehe ich noch alles einigermaßen. Es geht nicht darum, dass du es 100% scharf siehst, sondern es geht darum, hast du schwarze Stellen, hast du schwarzen Schleier, hast du irgendwas, was nicht gut ist. Dann solltest du zum Augenarzt. Weil es geht darum, dass der Augeninfarkt ist nicht schmerzhaft. Du merkst es eigentlich nicht. Ja?
Deswegen ist der Augenarztbesuch so wichtig. Jetzt, dieser Klient hatte den Augeninfarkt im Frühjahr, letztes Jahr. Am rechten Auge. Er ging dann natürlich sofort zum Arzt. Er bekam dann auch Blutverdünnungsmittel und Cortison. Und das Cortison war, wenn es Entzündungen gibt, dass das gehemmt wird. Das ist halt einfach die schulmedizinische Art, diesen Augeninfarkt zu behandeln. Finde ich wichtig, sollte man auch machen, wenn der Augenarzt das so diagnostiziert und auch so dir mit diesem Rezept kommt, dass du das machen sollst, dann mach's. Er kam dann zu mir in die Behandlung und ich konnte ihn dann alle 2 Wochen behandeln. Und wir haben herausgefunden, erstens mal waren seine Augen total verkrampft, total hart, harte Kugeln waren das, diese Augen. Das heißt, es war alles verspannt, es war alles total angespannt. Und es war nicht so, dass dieser Mann schlecht gesehen hat. Er hatte eigentlich sogar eine sehr gute Sicht. Er brauchte nur eine Brille, wenn er was Nahes lesen wollte. Und Alter 55. Also nicht irgendwie uralt und wahnsinnig schlecht sehend. Nein. Und dieser Augeninfarkt wird natürlich vom Augenarzt einfach diagnostiziert. Man hat keine Ahnung, woher das kommt. Man weiß aber, es sind kleine Mikrothrombosen im Blut und das kann zu einem Augeninfarkt führen. Wie regelt man das? Mit Blutverdünnungsmittel und Cortison. Das Cortison wird dann irgendwann abgesetzt. Das Blutverdünnungsmittel, hieß es dann bei ihm, ja, das nimmt er jetzt halt einfach, bis er stirbt. Das Blutverdünnungsmittel macht natürlich, dass diese feinsten Äderchen, diese feinsten Blutbahnen, wenn das alles verkrampft ist, dann verkrampfen sich auch die Blutbahnen. Also die werden auch, die Schläuche werden auch dünner. Das heißt, das Blut kann auch weniger durch. Und wenn es dann da noch Ablagerungen hat, dann kann das Blut wahrscheinlich sowieso nicht mehr durch, richtig. Blutverdünner macht, dass eben dünneres Blut noch durch kann. Das heißt, verdünnt mit einer Flüssigkeit, dass es nicht so dickflüssig ist. Das heißt, dieser Blutverdünner, der macht zwar, dass ein zweiter Augeninfarkt nicht stattfinden kann oder sollte. Das hilft sehr. Aber das ist schulmedizinisch. Es wird nicht daran gedacht, woher habe ich das, warum habe ich das, muss ich denn jetzt immer mit diesem Blutverdünner leben oder kann ich das vielleicht wieder irgendwann absetzen? Weil wenn du Blutverdünner nimmst und du weißt jetzt, dass im Auge sehr viel Durchblutung abgeht, das ist ja nur gezeichnet, ja, aber das sind ja Netze, das ist ein Durchblutungsnetz unter der Netzhaut und über der Netzhaut hat es ein riesiges Durchblutungsnetz, das alles regelt, dass wir gut sehen können. Und diese ganzen Gebilde, die von diesem Blut abhängen, das ganze Auge mit ihren Strukturen, ist abhängig von der Nahrung im Blut. Wenn du nun einen Blutverdünner nimmst, dann kannst du dir vorstellen, was dann passiert, wenn dein Auge durchblutet wird. Dein Puls ist ja immer derselbe. Das heißt, du wirst jetzt nicht einfach einen erhöhten Puls haben, damit mehr Nahrung zum Auge kommt, sondern wenn du Blutverdünner hast, kommt zwar dasselbe, dieselbe Flüssigkeitsmenge an Blut in dein Auge, aber nehmen wir mal an, das wird halb verdünnt. Ich sage das jetzt einfach so, das stimmt wahrscheinlich nicht ganz, aber das ist einfacher zum Verstehen. Wenn also dein Blut zur Hälfte verdünnt wird und nicht mehr Blutmenge durch deine Augen fließt als normal, als bis anhin, kannst du ja verstehen, dass dann, wenn das den ganzen Tag durch deine Augen fließt, dieses Blut, was zur Hälfte verdünnt ist, kommt auch nur die Hälfte der Nahrung, die in deinem Blut ist, ins Auge. Kannst du das verstehen?
Das heißt, der Blutverdünner macht zwar, dass das Blut weiter fließt und deine Strukturen, die von diesem Blut abhängig sind, was ja alles abhängig ist, in deinen Augen vom Blut genährt wird. Aber diese Nahrung, die reicht nicht mehr. Es ist zu wenig. Das kommt zur selben Zeit. Das heißt, deine Augen haben, wenn du jahrelang Blutverdünner nimmst, mit Sicherheit ein Nicht-Durchblutungsproblem, sondern Nahrungsproblem. Und dieses Nahrungsproblem kann natürlich ganz andere Augenkrankheiten hervorrufen, wie graue Linse, Katarakt, Glaukom, Augenüberdruck und so weiter und so fort. Ablagerungen in der Netzhaut, all diese Dinge können passieren. Die Makula kann genauso beginnen zu degenerieren, weil sie einfach zu wenig Nahrung hat. Ich mache hier keine Angst. Ich will nur, dass du verstehst, was es heißt, wenn du jahrelang Blutverdünner nimmst. Und wenn du einen Augeninfarkt gehabt hast, dann bekommst du Blutverdünner. Weil die Angst ist da, dass das zweite Auge genauso einen Infarkt kriegt. Und das wollen wir nicht machen. Das kann ich auch verstehen. Beim Herz, wenn du einen Herzinfarkt hast, dann gibt es irgendwann dann diese Stents, ja, wo man diese Blutbahnen wieder erweitert, dass die ja nicht mehr zuschließen. Bei den Augen ist das etwas schwierig, weil die sind so klein, diese Blutadern und diese kleinen Blutbahnen, dass es eben schwierig ist, da Stents reinzumachen. Also gibt man einfach Blutverdünner. So, und jetzt lebst du nun, hattest einen Augeninfarkt, hast Blutverdünner und nahmst Cortison. Cortison macht normalerweise auch, dass deine Sicht etwas schlechter wird, weil es einfach ein Medikament ist, was deine Sicht nicht gut tut. Deine Augen sind dann nicht entspannt, sie werden gestresst. Das heißt, deine Augen müssen entspannt werden. Es ist das oberste Gebot, deine Augen zu entspannen, wenn du einen Augeninfarkt gehabt hast. In meinem YouTube-Kanal gibt es ja genug Entspannungsübungen, Palmieren, Augenpendel, Nackenentspannung, Augentrostpads, dann Augenakupressur. Ist alles zum Entspannen da? Mach keine Leseübungen, sondern entspanne deine Augen. Wenn du deine Augen entspannst, natürlich kannst du sie auch von einem Augencoach, Sehtrainer, Augentherapeuten entspannen lassen, aktiv. Wir arbeiten dann eine Stunde und machen dein Sehsystem tiefenentspannt. Das sind wir geschult, um dein Sehsystem tiefen zu entspannen, damit in diesen 60 Minuten, wo wir dich behandeln, die ja auch was kosten, das Optimum rauskommt. Das kannst du zu Hause nicht so schnell auf diese Art hinbekommen. Aber selbst wenn du nicht zu so einem Therapeuten gehst, ist es dir möglich, mit Entspannungsübungen deine Augen zu entspannen. Das musst du tun, damit deine Blutbahnen wieder die normale Dicke bekommen. Das heißt, dass sie nicht so verkrampft dünn sind, sondern dass deine Blutbahnen eine Elastizität auch wieder bekommen und nicht mehr so hart sind, dass deine Augenmuskeln elastisch werden, dass dein ganzes Augensystem, dein ganzes Sehsystem wieder fließt. Und das ist alles im Fluss. Es ist alles mit Flüssigkeit gefüllt im Auge. Und diese Strukturen sind kein harter Stein, das ist alles ganz weich. Und deswegen ist es so wichtig, dass hier Entspannung gemacht wird. Dieser Mann, der hat dann innerhalb des halben Jahres, wo er bei mir war, sich früh pensionieren lassen, weil er sich das leisten konnte, weil er gemerkt hat, dass diese Arbeit, die er da macht, für ihn gar nicht gut ist. Er konnte nämlich auch nicht mehr schlafen, er hatte auch schlaflose Nächte. Also das kam alles danach im Gespräch zum Vorschein, was da alles schon war, wie er schon gelitten hat, bevor dieser Augeninfarkt passiert ist. Und wenn du darüber nachdenkst, was ist in meinem Leben, dass ein Augeninfarkt passiert, und wenn du dann beginnst, diese Dinge, die dir nicht gut tun, zu eliminieren,
dann veränderst du ja eigentlich dein Leben. Und dann muss es ja auch keinen Augeninfarkt mehr geben. Es könnte auch sein, dass natürlich die Ernährung eine Sache ist, dass deine Blutbahnen mit so viel Dreckszeug verstopft sind von der Ernährung her, dass eben, habe ich ja in einem anderen Video schon gesprochen, dass es eben einfach Unsinn macht, nur zu entspannen und dann ständig McDonald's-Food zu essen. Das geht eben nicht, ja. Weil dein Blut ist dann dreckig und hat sowieso keine Nahrung und dann bringt es überhaupt nichts. Dann werden deine Augen halt so schlecht und recht ernährt, aber das reicht ja und dann ist es auch egal, wenn du dann mal die Linse auswechseln musst und so weiter. Aber wenn du mir jetzt eben zuhörst, dann hat es ja verschiedene Facetten, warum dein Auge explodiert oder eben implodiert, Infarkt. Ja? Und diese verschiedenen Dinge gilt es herauszufinden bei dir, weil das kann man nicht in eine Schublade werfen. Also es kann sein, dass du Dinge machst in deinem Alltag, die dir überhaupt nicht gefallen. Und du verkrampfst dich so, dass es irgendwann eben dazu kommt. Oder du isst Dinge, die deinem Körper nicht gut tun. Da ist eben auch nicht einfach nur gesagt, keine Milch, keinen Weizen, kein Fleisch. Nein, das ist genauso individuell, wie du selber bist. Jede Person ist da anders. Und ich bitte dich, für dich selber herauszufinden, wie du essen sollst, dass es dir gut geht, dass du hervorragend verdauen kannst, ohne dass du gleich einen hohen Puls bekommst, wenn du etwas verdauen musst, weil dann ist es sowieso schlecht. Jetzt kommt noch das Dritte, wenn du Augeninfarkt eingibst im Internet, dann kommt noch Augeninfarkt nach Covid-Impfung. Das kommt auch. Also das ist eine Nebenerscheinung, die passieren kann. Und es hat natürlich damit zu tun, das weißt du wahrscheinlich, du hast dich bestimmt auch informiert, was es alles in diesem Impfstoff drin hat. Wenn du seriös bist, hast du das gemacht, bevor du dich impfen lassen hast. Und dann weißt du, dass es da viele, viele Dinge drin hat, die da nicht drin bleiben sollen in dieser Blutbahn. Und es wichtig wäre, dass du eben eine Ausleitung machen würdest, dass diese Dinge rausgehen. Und ich rede jetzt von Schwermetallen und ich rede auch von sonstigen schlechten Teilen, die da drin sind, wo du vor allem die Schwermetalle ausleiten solltest. Mit Chlorella zum Beispiel. Geh in deine Apotheke und lass dich beraten. Wenn du den Augeninfarkt schon gehabt hast, dann wäre es auch sinnvoll, wenn du eine Ausleitung machen würdest von Schwermetallen. Es könnte sein, dass du sowieso Schwermetalle im Blut hast, weil du zum Beispiel früher Amalgamfüllungen bekommen hast, du hast sonst viele Impfungen hinter dir. Überall hat es diese Schwermetalle drin und die lagern sich eben ab, die lagern sich irgendwo ab, ja, und warten nur darauf, bis sie vielleicht irgendwann mal weggespitzt werden von den Wänden, von den Blutwänden und so weiter. Und sonst bleiben sie einfach da, bis du stirbst. Bis an dein Lebensende. Und Chlorella hat die Eigenschaft, dass es das Schwermetall anzieht. Ja, es hat eine Anziehungskraft und wenn du das 3 Monate machst, dann könnte es sein, dass dein Körper sehr viel leichter wird, natürlich nicht auf der Waage, aber es fließt alles viel besser. Und dieser Klient ist jetzt nach 8 Monaten überglücklich, hat alles gemacht, was er kann. Er hat den Blutverdünner weggelassen, weil er nicht das Gefühl hat, dass er ihn noch braucht. Das Cortison, diese Behandlung ist sowieso schon vorbei, schon lange vorbei. Und er hat auch, weil er gemerkt hat, dass er an seinem Augenlicht arbeiten kann, hat er auch Vertrauen gewonnen in die Selbstheilungskräfte seiner Augen. Und das ist jetzt kein blödes Wort, sondern es geht darum, dass wir hier sind und wenn wir ein starkes Immunsystem haben, haben wir auch Selbstheilungskräfte, die eben beginnen zu arbeiten, wenn was Schlechtes kommt. Und das
spüren wir dann. Zum Beispiel haben wir dann vielleicht einen Tag lang eine schlechtere Sicht, wenn wir eine schlaflose Nacht hatten oder viel Stress vorher. Merken wir, oh, da gibt es etwas eine schlechtere Sicht, dann rennst du nicht gleich zum Augenarzt, sondern du schläfst vielleicht noch eine Nacht drüber und merkst dann, wow, heute fühle ich mich gut, ich habe gut geschlafen, meine Sicht ist auch perfekt. Das heißt, wir sind heute mal so und morgen mal so. Und das gilt es alles selber zu spüren und zu merken und sich nicht einfach in die Hände der Schulmedizin zu legen und zu sagen, ja, mein Arzt hat gesagt, ich muss jetzt bis ans Lebensende den Blutverdünner nehmen. Du kannst das auch mit dem Arzt besprechen, wenn du ihn nicht mehr nehmen willst, weil ich finde, der Arzt braucht unendlich gute Argumente, dass du 30 Jahre lang zum Beispiel einen Blutverdünner nehmen sollst. Wieso denn? Ja, wissen Sie, das machen alle heute. Ja, es haben auch alle eine Brille heute. Genau, das machen alle. Aber wieso? Das ist kein Argument. Deswegen ist es wichtig, bei Augeninfarkt zu schauen, was kann ich ändern in meinem Leben? Was kann ich ändern innerhalb meines Körpers? Was kann ich ändern anhand meiner Reaktionen? Und wie entspanne ich mich? Und wenn du das machst, ein halbes Jahr lang oder ein Jahr, dann gehst du zum Augenarzt und sagst, du willst den Blutverdünner absetzen. Und dann machst du das mit ihm nicht von heute auf morgen, sondern du schleißt den aus, wie alle anderen Medikamente auch. Und dann, wenn du immer noch Panik hast, dass du vielleicht nochmal einen Augeninfarkt bekommst, könntest du auch Meditationen machen, die die Sehtrainer, Augencoaches und Augentherapeuten eben kennen und die für dich eine persönliche Meditation aufnehmen, für dich ganz für deine Art und Sichtweise, die du dann hörst, um deine Bedenken oder Angst abzubauen, dass du keinen Augeninfarkt mehr bekommen musst. Gut, das war's für heute. Ich wünsche dir einen schönen Tag.